Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem etwas anderen Gottesdienst. Auch wenn wir uns in dieser besonderen, außergewöhnlichen Zeit nicht alle an einem Ort treffen können, wollen wir dennoch miteinander Gottesdienst feiern. Ganz egal, ob du irgendwo allein vor deinem Computer oder deinem Smartphone sitzt oder ob ihr euch heute getroffen habt, gemeinsam als Familie oder mit eurer Kleingruppe oder mit Freunden. Die anderen Ältesten und Pastoren sind zum Beispiel noch in Holzhausen auf der Gemeindeleitungsklausur und schauen von dort aus zu. Und ich bin hier in der Kapelle unserer Gemeinde und predige vor leeren Reihen. Doch wo auch immer wir sind, um mit Gott zu reden und auf ihn zu hören, müssen wir nicht an einem bestimmten Ort sein, sondern Jesus hat uns versprochen: Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das bedeutet, Jesus ist jetzt auch da, bei dir und bei mir. Und er will auch heute uns unter diesen außergewöhnlichen Umständen begegnen. Und deshalb wollen wir jetzt auch mit Jesus reden und ihn um seinen Segen bitten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir in diesen turbulenten Tagen, wo so vieles durcheinander gewirbelt wird, so vieles unklar ist, so viele Menschen in Sorge und Angst sind und auch immer mehr Menschen erkranken. Wir danken dir, dass du da bist und uns begegnen möchtest. Wir bitten dich, rede zu uns und mach uns bereit, auch zu hören. Ermutige uns und gib uns Orientierung in dieser Zeit. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, zu dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der alles in seiner Hand hält. Amen. In den letzten Tagen und Wochen haben wir erlebt, wie fragil und zerbrechlich unsere Welt und auch unser Leben ist, wie schnell sich Dinge ändern können, wie sicher Geglaubtes ins Wanken gerät. Da hat sich dieses Coronavirus in kürzester Zeit über den Globus verbreitet. Menschen sind erkrankt, Gesundheitssysteme in den verschiedenen Ländern kommen an ihre Grenzen und manche sind auch zum Teil überfordert. Schulen und Kindergärten werden geschlossen, Konzerte fallen aus, Bundesligaspiele werden abgesagt und auch Gottesdienste. Wer hätte das am Anfang dieses Jahres gedacht? Also ich hätte das nicht gedacht. Mein Kalender leert sich zum Beispiel von Tag zu Tag. Normalerweise ist es ja immer andersherum, dass es sich Tag für Tag mehr füllt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Überall werden Veranstaltungen abgesagt. Börsenkurse gehen in den Keller. Firmen bangen um ihre Existenz. Überall macht sich Unsicherheit und Angst und auch Ungewissheit breit. Daneben gibt es auch manches, was schon fast in Vergessenheit geraten ist, wie zum Beispiel der Brexit. Auch der Brexit hat uns ja gezeigt, dass selbst Institutionen wie die Europäische Union nicht so stabil sind, wie wir das vielleicht gedacht und gemeint haben. Oder die Situation in Syrien und an der türkisch-griechischen Grenze. Auch diese Situation kommt ja nicht zur Ruhe. Da wird verhandelt und nachher wird ganz anders agiert. Und wir fragen uns, was passiert wohl als nächstes? Wie wird das weitergehen? Und ich denke, dass das, wonach wir uns in solchen Situationen sehnen, in solchen Zeiten, das ist Halt und Sicherheit. Wir sehnen uns nach etwas, was sich nicht ändert, was stabil bleibt, worauf wir gründen können, worauf wir uns verlassen können. Wir denken, ja, wir hoffen, wir ahnen, irgendwo muss es das doch geben. Die Frage ist nur, wo? Dort, wo wir das oft suchen, da erleben wir oft auch, dass wir bitter enttäuscht werden. Da setzen wir unsere Hoffnung auf Menschen oder auf irgendwelche Dinge, aber wir erleben, dass diese Hoffnung, die wir in sie setzen, nicht erfüllen können. Und dann geht es uns so, wie wenn wir an einem Sandstrand stehen
und die Wellen kommt. Und plötzlich merken wir, wie der Sand, der gerade eben noch fest war, auf dem wir noch sicher gestanden haben, wie dieser Sand unter unseren Füßen weggespült wird. Und mit jeder neuen Welle sinken wir tiefer in den Boden ein und stehen auch immer unsicherer. Und die Frage ist, wo finden wir Halt? Wo finden wir Sicherheit? Wo finden wir Stabilität? Die Bibel sagt uns, es gibt nur einen Ort, wo wir das finden können. Es gibt nur einen Ort, wo diese Sehnsucht gestillt wird, nämlich bei Gott. Denn Gott verändert sich nie, auch in Zeiten von Corona nicht. Gott ist immer derselbe. Gott ist immer derselbe. So schreibt zum Beispiel der Prophet Maleachi in seinem Buch in Kapitel 3, Vers 6, ich, der Herr, wandle mich nicht. Und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Und damit meint Maleachi, das Volk Israel, das besteht noch immer. Trotz aller Sünde, trotz aller Auflehnung gegen Gott, ist das Volk noch nicht vernichtet. Und das ist so, weil Gott sich nicht verändert. Weil er zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen, die er Jakob gegeben hat, steht. Und das unterscheidet Gott ganz grundlegend von uns Menschen. Wie oft ist es so, dass wir unser Wort nicht halten, dass wir unsere Meinung ändern, dass wir unsere Einstellung anderen gegenüber ändern. Ich habe zum Beispiel im Laufe der Jahre viele Hochzeiten miterlebt. Und was für große Versprechen werden da manchmal bei Hochzeiten gegeben? Da wird dann gesagt, du wirst immer die Nummer eins für mich sein. Ich werde nie jemanden so lieben wie dich. Ich werde alles für dich tun. Ich will für immer mit dir zusammen sein. Leider habe ich auch schon so manches Mal erlebt, wie nach einigen Jahren sich das völlig anders angehört hat. Dann hieß es plötzlich, ich liebe dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dich jemals geliebt habe. Ich habe keine Gefühle mehr für dich. Ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Gott ist ganz anders. In 4. Mose 23, da sagt Bileam zu Balak, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Damit sagt Bileam, es ist ganz egal, was ich tue oder was du tust, Balak, oder es ist auch ganz egal, was geschieht. Nichts wird Gott dazu bringen, sein Wort nicht zu halten, sich von seinem Wort abzuwenden. Gott ändert seine Meinung nicht. Das wird auch deutlich in dem, was Samuel zu Saul in 1. Samuel 15 sagt. Da sagt er, auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist. Und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Alles, die ganze Welt, das ganze Universum ist dem Wandel und der Veränderung unterworfen. Nur Gott nicht. Nur Gott ändert sich nicht. In Jakobus 1, Vers 17 schreibt Jakobus, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Die Sterne sind mal zu sehen und auch mal nicht. Mal ist es hell und mal ist es dunkel. Aber von Gott kommt immer nur Gutes. Da gibt es keine Veränderung. Alles in unserer Welt vergeht, auch wir. Aber Gott bleibt immer derselbe. Der Psalmist schreibt in Psalm 102, Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie auswechseln wie ein abgetragenes Gewand und so werden sie verwandelt. Du aber bleibst immer derselbe und deine Zeit wird kein Ende haben. Gott verändert sich nie. Er bleibt immer derselbe.
Das ist es auch, was wir im Hebräerbrief sehen. In diesem bekannten Vers in Hebräer 13, Vers 8. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Hier werden zwei Dinge deutlich. Erstens sehen wir, Jesus ist Gott, denn nur Gott bleibt immer derselbe. Und wenn das von Jesus ausgesagt wird, dann muss Jesus Gott sein. Und zweitens, wir haben durch die ganze Geschichte hindurch es immer mit demselben Gott zu tun. Gott ist heute derselbe Gott, wie er es vor 1000 Jahren war. Und in 1000 Jahren wird Gott immer noch derselbe sein. Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe unter der Überschrift Gott ist. Und da geht es um die verschiedenen verschiedene Eigenschaften Gottes, wie zum Beispiel Gott ist Liebe, darüber hat Hartmut letzte Woche gesprochen. Gott ist heilig, Gott ist souverän, Gott ist dreieinig, Gott ist kreativ. Und wenn es heißt, dass Gott immer derselbe ist, dann bedeutet das, dass Gott schon immer so war und auch immer so sein wird. Er wird sein Wesen, diese Eigenschaften nie verändern. Gott war schon immer Liebe und er wird immer Liebe sein. Gott war schon immer heilig und er wird immer heilig sein. Gott war schon immer souverän und er wird auch immer das Weltgeschehen in seiner Hand halten und die Kontrolle behalten. Gott war schon immer Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem. Und das wird immer so sein. Jetzt kann es sein, dass der eine oder andere von euch, der sich ein wenig in der Bibel auskennt, denkt, ist das wirklich so? Ändert Gott nicht doch manchmal seine Meinung? Handelt er nicht doch an manchen Stellen anders, als er es vorher gesagt hat? Wie zum Beispiel in 1. Mose 6, dort lesen wir in Vers 6, dass als Gott gesehen hat, dass die Menschen schlecht waren, dass sie böse handeln, dass Gott es bereut, die Menschen geschaffen zu haben. Oder in Jona, in Kapitel 3, Vers 10, heißt es, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gott hatte also den Menschen in Ninive Gericht angekündigt, doch dann tut er es nicht, was er zuvor angekündigt hatte. Und man könnte jetzt noch einige andere Stellen anführen, wo man den Eindruck bekommen könnte, dass Gott seine Meinung doch ändert. Und die Frage ist das so? Und wie ist das zu verstehen? Wenn wir uns das genauer ansehen, dann sehen wir Folgendes. Wenn es heißt, dass Gott etwas reut, dann wird zunächst einmal damit ausgedrückt, dass Gott nicht kalt und gefühllos ist. Ihm ist es nicht egal, was die Menschen tun. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen Böses tun, anderen Menschen Böses antun. Ihm ist es auch nicht egal, wenn Menschen umkehren zu ihm. Und das bedeutet, wenn wir sagen, dass Gott unveränderlich ist, dass er immer derselbe ist, dann dürfen wir das nicht so verstehen, dass Gott irgendwie ein kalter Fels ist, kühl und unbeweglich und starr, sondern es ist ein Gott, der sich sehr wohl bewegt, ein Gott, der Gefühle hat, ein Gott, der reagiert. Zweitens sehen wir an dieser Stelle oder an diesen Stellen, dass eigentlich nicht Gott sich verändert, sondern dass die Menschen sich ändern. Und Gott reagiert dann darauf, genau so, wie es seinem Wesen entspricht und wie er es zuvor verheißen und angekündigt hatte. Das wird besonders gut deutlich im Propheten Jeremia in Kapitel 18, Vers 7. Dort heißt es, bald rede ich gegen ein Volk und ein Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn sich aber das Volk, gegen das ich geredet habe, von seiner Bosheit bekehrt, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, das ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meine Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte, zu tun.
Das heißt, Gott sagt, legt hier fest, wenn Menschen umkehren zu ihm, dann wird er ablassen vom Gericht. Und wenn Menschen sich abkehren von ihm, dann wird er sie nicht weiter segnen, sondern richten. Und genau so handelt Gott zum Beispiel in 1. Mose 6. Er sieht nicht einfach über das Böse hinweg, sondern er richtet die Menschen, weil sie nicht bereit waren, auf ihn zu hören. Und in Jona 3 lässt er dagegen das angekündigte Gericht nicht über Ninive kommen, weil sie auf ihn gehört haben und zu ihm umgekehrt sind. Das heißt, Gott hat immer so gehandelt, wie es seinem Wesen entspricht, wie er es gesagt hat. Die Frage ist nun, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das konkret für uns, wenn Gott immer derselbe ist? Welche Konsequenzen hat das für uns? Eine erste Konsequenz kann sein, lies in der Bibel und halte daran fest. Das ist ein Gedanken, den ich bei dem englischen Theologen James Packer gefunden habe. Er sagt, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann tauchen wir in eine völlig andere Welt ein. Dort geht es um Ereignisse, die vor Tausenden von Jahren stattgefunden haben. Es geht um Menschen in völlig anderen Kulturen als unserer. Um Menschen einer ganz anderen Zeit. Und diese Menschen, die kannten so vieles nicht, was uns heute beschäftigt, womit wir zu tun haben. Die wussten nichts von Corona, von Klimawandel, von Brexit. Die kannten kein Internet und auch keine Börsenkurse. Und wenn das so ist, wenn diese Situationen so weit weg sind von unserer eigenen Situation, dann ist ja die Frage, was bringt denn die Bibel? Ist denn die Bibel nicht bedeutungslos für uns? Nein, ganz im Gegenteil. Die Bibel hat immense Bedeutung für uns, weil Gott es ist, der die Kluft zwischen damals und heute überwindet. Weil er immer derselbe Gott ist. Deshalb ist die Bibel auch heute noch aktuell. Deshalb ist sie heute noch genauso wichtig wie damals, als die einzelnen Bücher der Bibel geschrieben wurden. Die Zeit, die Menschen, die Situation und so weiter, das alles hat sich geändert. Aber Gott hat sich nicht geändert. Wir haben heute in den Zeiten von Corona es mit demselben Gott zu tun, wie damals das Volk Israel in der Wüste oder wie Paulus, als er in Seenot war. Gott ist heute genauso mächtig, genauso real, genauso fürsorglich, wie er es damals war. Das heißt, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir Bibel lesen, dann lernen wir, wie Gott auch heute ist, wie er auch heute handelt. Dass Gott immer derselbe ist, bedeutet außerdem auch noch, dass sein Wort immer bestehen bleibt. In Matthäus 24 sagt Jesus in Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, auf Gottes Wort ist absolut Verlass. Seine Zusagen, seine Verheißungen, seine Maßstäbe, seine Wegweisungen, all das bleibt bestehen. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 7, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir uns danach ausrichten, unser Leben darauf aufbauen, dann werden wir genau die Stabilität, den Halt und die Sehnsucht finden, nach denen wir uns so sehr sehen. Dann wird unser Lebenshaus auf einem festen Fundament stehen, sodass auch Stürme wie Corona oder wie auch immer diese Stürme aussehen mögen, dass wir diesen Stürmen widerstehen können, dass sie uns nicht zu Fall bringen. Und deshalb lade ich dich ein, dir in den nächsten Wochen ganz bewusst Zeit zu nehmen, um in der Bibel zu lesen. Vielleicht hast du auch noch nie in der Bibel gelesen. Dann ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, damit zu beginnen. Die zweite Konsequenz, die wir daraus ziehen können, dass Gott immer derselbe ist, ist bete im Vertrauen. Weil Gott immer derselbe ist, müssen wir nicht fragen, ob Gott heute vielleicht gute oder schlechte Laune hat.
Ob wir vielleicht erst einmal für gute Stimmung sorgen müssen, bevor wir ihn mit unseren Anliegen belästigen. Wir müssen uns nicht fragen, ob Gott gerade Zeit für uns hat oder auch nicht. Wir müssen uns nicht fragen, ob Gott Lust hat, zuzuhören oder nicht. Und wir müssen auch nicht darüber rätseln und nachdenken, wie Gott denn reagiert, wenn wir mit unserer Schuld, unserem Versagen, unseren Anliegen und Problemen zu ihm kommen. Weil Gott immer derselbe ist, deshalb können wir voller Vertrauen beten. Bei Gott gibt es keine Zeiten, wo nur der Anrufbeantworter an ist oder die Warteschleife, wie das vielleicht bei diesen vielen Corona-Nummern der Fall ist. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihm das sagen, was uns bewegt. Jesus hat damals zu den Leuten gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Und Petrus hat zu den Christen, an die er seinen ersten Brief geschrieben hat, diese Christen, die in die schwere Zeiten durchmachen mussten, die in schwierigen Situationen waren, diesen Christen hat er geschrieben, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und als Abraham und Mose für Menschen gebetet haben, Abraham für Lot und für die Menschen in Sodom, als Mose für sein Volk, für das Volk Israel gebetet hat, da hat Gott sie erhört. Und Paulus fordert Timotheus auf, für die Regierenden zu beten, damit sie in Ruhe und Frieden leben können als Gemeinde, als Christen. Und weil Gott sich nicht ändert, können wir genau deshalb auch genau so zu ihm kommen. Und deshalb lasst uns diese Corona-Zeit zu einer Gebetszeit machen, zu einer Zeit, wo wir ganz bewusst unsere Sorgen und Ängste vor Gott bringen, wo wir uns an ihn wenden, ihn bitten, uns zu bewahren, auch Heilung zu schenken, wenn das nötig ist, für uns und für andere. Lasst uns darum beten, dass Gott den Verantwortlichen und den Entscheidungsträgern in unserem Land Weisheit schenkt, dass sie gute Entscheidungen treffen können. Lasst uns beten für die Menschen, die in den Krankenhäusern Dienst tun, dass Gott ihnen Kraft gibt. Und lasst uns darum bitten, dass die Menschen in dieser Krise anfangen, nach Gott zu suchen und dass er sich von ihnen finden lässt. Und lasst uns auch dort, wo wir mit anderen im Gespräch sind, wo wir telefonieren oder irgendwie im Kontakt sind, den Menschen anbieten, für sie zu beten. Weil wir nicht nur Menschenmögliches tun können, sondern wir haben das Gebet. Das ist mehr als das Menschenmögliche. Die dritte Konsequenz, die wir ziehen können, daraus, dass Gott immer derselbe ist, ist: Kehre um zu Gott. Ich glaube, dass die aktuelle Situation eine wichtige Erinnerung für uns ist. Eine Erinnerung daran, dass wir eben nicht alles im Griff haben. Das zeigt uns, dass vieles, worauf wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung setzen und gesetzt haben, eben nicht hält, was wir uns davon versprechen. Es erinnert uns daran, dass unser Leben und unsere Welt vergänglich sind. Diese ganze Corona-Pandemie erinnert uns daran, dass wir alle einmal sterben müssen. Und es erinnert uns daran, dass wir Gott brauchen, weil er der Einzige, der wirkliche Halt ist, bei dem wir wirklich sicher sind. Weil er derjenige ist, der uns Hoffnung über dieses Leben hinausgeben kann. Vielleicht hast du bisher ganz ohne Gott gelebt. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dich von Gott entfernt hast. Von Anfang an hat Gott die Menschen eingeladen, sie aufgerufen, zu ihm zurückzukommen, ihm neu zu vertrauen und nicht ihr Vertrauen auf anderes zu setzen. Und Gott ist auch an diesem Punkt immer noch derselbe. Er wartet darauf, dass wir zu ihm zurückkommen, dass wir ihm sagen, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung durch Jesus. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Frieden. Weil Gott immer derselbe ist, kannst du wissen, wer zu ihm kommt, den weist er nicht zurück.
Wer zu ihm kommt, den empfängt er, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn seinen Sohn mit offenen Armen empfängt. Wer zu ihm kommt, der darf wissen, dass auch für ihn das gilt, was in 1. Johannes 1, Vers 9 gesagt wird, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass Gott uns dann treu ist, dass er gerecht ist und uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Die vierte Konsequenz ist, fürchte dich nicht. Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen bringen werden. Wir wissen nicht, ob alles halb so schlimm oder schlimmer wird als befürchtet. Wir wissen nicht, welche Folgen das alles nach sich ziehen wird. Wir wissen auch nicht, wann die nächste Krise kommt und wie diese aussehen wird. Aber wir wissen, Jesus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und deshalb wird auch er immer bei uns sein, so wie er es schon den ersten Jüngern versprochen hat. Er wird immer bei denen sein, die ihm nachfolgen. Das gilt auch für heute und das gilt auch für die nächsten Wochen, egal was auf uns zukommt. Und deshalb dürfen wir auch wissen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ganz genau so, wie es Paulus schon in Römer 8 bekannt hat, wo er gesagt hat, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Deshalb fürchte dich nicht. Himmlischer Vater, du bist immer derselbe und dafür beten wir dich an. Du bist die Konstante in dieser Welt. Du bist die Konstante in unserem Leben. Du bist derjenige, der uns ein sicheres Fundament sein kann. Du bist derjenige, bei dem wir Halt und Stabilität finden. Und dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass wir gerade jetzt in dieser Situation, wo so vieles unklar ist, wo so vieles sich verändert und so vieles neu ist, danke, dass wir gerade in dieser Situation auch zu dir kommen dürfen. Dass wir ja dich bitten dürfen und auf dich vertrauen dürfen. Und so bitten wir dich, hilf du uns, unseren Blick auf dich zu richten, dir wirklich zu vertrauen. Hilf uns, ja, nicht in Angst, ja, uns von Angst irgendwie einfangen zu lassen, sondern schenke, dass unser Vertrauen auf dich uns Frieden schenkt, dass wir wissen, ja, dass du uns trägst, dass unser Leben in deiner Hand ist. Und wir danken dir dafür, dass wir beten können, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, dass wir dir auch die Menschen bringen dürfen, die in unserem Land Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen müssen. Und wir bitten dich für unsere Politiker, dass du sie segnest, dass du ihnen hilfst, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich für all diejenigen, die in den Krankenhäusern arbeiten, für das medizinische Personal, dass du ihnen Kraft gibst und dass du ihnen auch die Liebe zu den Patienten schenkst, dass du sie bewahrst vor Erkrankungen. Und wir bitten dich auch für diejenigen, die vielleicht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen krank werden, die vielen, die noch dazukommen werden. Wir bitten dich, dass du auch ihnen ganz besonders nahe bist, dass sie deine Nähe erleben und dass sie erleben, dass du derjenige bist, der auch ihnen Halt und Sicherheit geben kann. Ja, und so bitten wir dich auch, dass du uns bewahrst, unsere Familien, dass du ja die Menschen in unserem Land und auch darüber hinaus bewahrst und dass du diese Pandemie beendest. Du hast die Macht, du bist der Herr über diese ganze Welt, du bist der Herr über Krankheit und Gesundheit und so bitten wir dich um dein Eingreifen, um dein Wirken. Amen. So, und nun wünsche ich
euch allen eine gesegnete Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche werden wir wieder eine Predigt online stellen. Und vielleicht, wenn es möglich ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann trefft euch doch nächste Woche mit eurer Familie oder mit eurer kleinen Gruppe oder in einem kleinen Rahmen Gemeinschaft zu haben und Gottesdienst zu feiern. Und haltet während der Woche Kontakt miteinander, telefoniert miteinander. Und wenn ihr Fragen habt oder auch Hilfe und Unterstützung benötigt, dann meldet euch bei uns. Wir werden euch auch im Laufe der Woche immer wieder neue Informationen zukommen lassen, sobald es neue Informationen gibt. Und nun wünsche ich euch Gottes Segen.